Hallo Leute, was geht ab? Willkommen auf meinem Kanal zurück. Wir spielen jetzt mit dieser wunderschönen Schwertfischklasse, denn ich brauche hier noch so ein paar Headshots damit. Bin gerade dabei, Dark Matter voll zu machen und ich habe, was die Taktikgewehre angeht, die ABR voll, die Augen habe ich voll, das habe ich alles. Hier fehlt nur noch das, die MGs habe ich alle voll, Scharfschützengewehre kommt als nächstes und dann schauen wir mal, wie die Runde wird und dann haben wir ein schönes Thema. So dabei. Leute, dann wollen wir doch einfach mal live über das sprechen, was wir heute dabei haben. Ich habe es ja ganz kurz angekündigt. Erstmal, wir haben die Schwertfisch dabei. Das ist nämlich eine der wenigen Waffen, die uns noch fehlen, wo Headshots gebraucht werden. Das heißt, das gönnen wir uns jetzt einfach mal. Ich weiß, dass ihr Live-Commentaries ja absolut feiert. So. Nein, 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 nein. Ah, da ist die Titan wieder. Und das Thema von heute, ich habe es ja so kurz angerissen, eben soll im Prinzip sein, was passiert mit COD. Jetzt, in der Zukunft, die nächsten Tage, die nächsten Wochen. Denn ich werde gesniped. Man merkt an diesem Spiel einfach an vielen Ecken und Kanten, und das ist jetzt kein Rage-Video oder sonstiges, dass das Spiel nicht fertig ist. Viele Sachen hier sind nicht bedacht, sind nicht fertiggestellt, aus welchen Gründen auch immer. Ich vermute, es hat mit diesem Lifecycle zu tun, den dieses Spiel ja nun einmal hat. Das heißt, wenn ihr jedes Jahr die Vorgabe habt, dass ein COD rauskommen muss, dann habt ihr ja auch immer das Problem, dass ihr immer an einem Zeitplan fest seid. Das heißt, selbst wenn ihr merkt, okay, hier sind noch Fehler, du gehst weg von mir, hier sind noch Fehler, da sind noch Fehler, das hier muss noch ausgemerzt werden, dann funktioniert das in der Regel nicht, wenn man weiß, dass man das Spiel in ein oder zwei Monaten oder Jahren, je nachdem, welchen Rhythmus es da gibt. Nein, 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 nein. Ich sterbe jetzt nicht. Dann habt ihr immer das Problem, dass ihr nie 100% wisst, ob ihr mit dem, was ihr vorhabt, fertig werdet. Und das sieht man, finde ich, bei Black Ops 4 am krassesten. Dieses Spiel hat alles, was das Spiel braucht, um wirklich gut zu sein. Teammate, ich hab dich gern gesaved, gar kein Problem. Die Augen ist eine eklige Waffe, Leute. Ich habe die Headshots gerade voll gemacht damit. Aber ich lasse mich schon wieder ablenken. Jedes Mal, wenn ihr denkt, dass ihr mit als Spieleentwickler, egal ob Ubisoft oder Treyarch oder sonst wer, fertig seid, habt ihr das Problem, dass ihr das nicht hundertprozentig bestimmen könnt, wie weit wollt ihr jetzt noch gehen? Was wollt ihr noch reinfügen? Weil ihr einen Zeitplan habt, der euch immer festhält bei dieser einen Sache. Nein, das machst du nicht zweimal mit mir. Das heißt, eigentlich habt ihr vor, noch irgendwie das reinzubringen, vielleicht das hier noch zu ändern, das hier noch zu ändern. Und ihr könnt es dann nicht, weil ihr es im festen Zeitplan habt. Und COD hält sich daran ja gebunden seit vielen, vielen Jahren. Und das kann ich nicht ganz nachvollziehen, weil das absolut over the time ist. Um das mal ganz blöd deutsch-englisch zu sagen. Es wäre viel, viel sinnvoller, wenn man den Spieleentwicklern die Zeit geben würde, die sie brauchen. Na klar, sind die... Ist das alles erfolgreich bisher, aber... Dieses Spiel, das Black Ops 4 Spiel, ist zum Beispiel das zweiterfolgreichste Game aller Zeiten. Das heißt ja aber nicht, dass man immer mit denselben Sachen weiterführen muss, ohne vielleicht mal Veränderungen zu überdenken oder. Das bedeutet eben im Umkehrschluss gleichzeitig auch, dass wenn man überlegt... Oh, ich bin fast tot. Bodengeschwader, komm. Hilf mir. Okay, da ist es. Da ist es jetzt. Nein, kurz vorm Kampf, Heli. Nein. Und im Gegnerteam geht einer Dashborn. Willkommen. Das gibt's auch in Black Ops 4. Ja, aber was ich auf jeden Fall sagen möchte, das Problem ist, was ihr habt, wenn ihr einen festen Zeitplan habt, ihr kriegt die Sachen, die ihr ordentlich machen wollt, nicht ordentlich durch, ohne Probleme zu bekommen. Und das Resultat ist dann am Ende ein Spiel, was viel, viel besser sein könnte, aber nicht viel besser ist, weil die Zeit einfach gefehlt hat. Und wenn Activision, die ja diesen Zeitplan hergeben, endlich darauf nicht mehr bestehen würden, dass jedes Jahr immer zum selben Zeitpunkt oder fast selben Zeitpunkt ein neues Spiel rauskommt, je nachdem welcher Entwickler es ist, dann würde man ein viel, viel besseres Endprodukt am Ende haben.
Das ist etwas, das habe ich schon bei COD Black Ops 3 damals einmal erwähnt und das gilt immer noch, wenn ihr mich fragt. Und es ärgert mich maßlos, um ganz ehrlich zu sein, dass man immer eher die Verkaufszahlen als Indikator sieht, ob irgendwas gut funktioniert oder nicht, anstatt die allgemeine Zufriedenheit von den Spielern. Weil das Spiel verkauft sich allein schon wegen dem Namen selbstverständlich sehr, sehr gut. Das heißt ja aber gleichzeitig nicht, dass die Leute, die es gekauft haben, auch lange spielen oder, ich sag mal, genießen. Ich hoffe, ihr könnt das verstehen. WW2 zum Beispiel war auch super verkauft, aber gespielt hat es am Ende kaum einer. An den schlechten Tagen waren es gerade mal 4000 Leute. Wenn ihr überlegt, solche Spiele wie Modern Warfare 3 und so, da spielen mehrere tausend jeden Tag. Ah, du glücklicher kleiner Penis, du. Also es ist immer dieses... Das Spiel... Nein, nein, nein. 85 vor den Streaks. Nein. Der Tempel ist übrigens richtig stark geworden, Leute, muss man mal ganz ehrlich sagen. Das ist etwas, da muss man unbedingt dran arbeiten, damit man auch für die Spieler, auch für die Zukunft, ein Ergebnis hat, was alle zufriedenstellt. Und das funktioniert eben nicht, indem man immer alles nach vorne pusht und sagt, so, so und so muss es dann fertig sein, sondern indem man den Entwicklerstudios genug Zeit gibt. Denn die fangen ja auch nicht, das muss man auch noch bedenken, 3 Jahre bevor das Spiel released wird, sofort an. Meistens wird noch abgewartet, es wird ein Team zusammengestellt, es wird geguckt, ob noch irgendwelche Firmen irgendwie mit involviert sind, zum Beispiel Ubisoft mit Raven. So, da haben wir den Schlawiner, 34-7, das geht voll klar hier. Aber das Problem ist, ich brauche Headshots eigentlich. Und ohne Headshots kann ich hier auch 1000 Kills damit machen, aber es bringt nichts. Dieser Arnie übrigens, Leute, ist wieder da. Er ist eben gedashboardet. Haptic und Clantech, willkommen. Titan mit Vollmantel. Ah, er stand da einfach, okay. Das ist auf jeden Fall ein riesiges Problem und da sollte man irgendwie dran ansetzen. Zum einen sagen, okay, wir machen nicht mehr jedes Jahr nur ein COD, sondern wir machen das so, wenn ihr fertig seid, ihr habt einen Zeitplan von nicht mehr 12 Monaten bis zum Release von jetzt an, sondern von, meinetwegen, 16 oder 18 oder 20. Dann haben die Entwicklerstudios viel, viel mehr Zeit, Spiele fertig rauszubringen. Dieses Game hier ist definitiv nicht fest. Es gibt noch so viel Bugs, so viel Sachen. Und ja, es gibt immer irgendwas zu meckern. Das ist auch vollkommen legitim, dass ihr sagt, hier, Leute, kein Spiel war bisher einfach so fertig. Oh, den hätte ich fast noch geholt. Aber es kann doch nicht sein, dass man zum Beispiel jetzt schon 3-mal an verschiedenen Waffen war, um die zu nerven, nur um festzustellen, dass das immer noch nicht so wirklich hilft. Und dann könnt ihr da nehmen, was ihr wollt. Ob das ist, weil die Spezialisten immer noch viel zu stark sind, während andere einfach viel zu schlecht sind. Zum Beispiel der Torque. Ich muss euch ganz ehrlich sagen, welcher Mensch braucht den Torque? Der Stacheldraht fuckt ab, okay, aber das war's auch schon. Ich werd geschlagen. Er mit seiner Titan da. Niemand braucht Torque. Und dann habt ihr sowas wie den Prophet mittlerweile. Den haben sie mit dem letzten Update ja, ich sag mal, ein bisschen Liebe gegeben. Der zerstört jetzt mittlerweile alles. Und zwar ohne Ausnahme. Aus der Hüfte mit Zielen ist völlig egal. Der killt alles und jeden aus jeder Range. Wo zur Hölle sind die denn? Was zur Hölle? 3 Sekunden warte ich, dann drehe ich mich um. Drehen wir uns jetzt um. Oh, die kommt ja gleich. Die fährt rechts an uns vorbei. Die werfen wir da rein. Und das ist so ein Ding, man guckt da lieber auf die Verkaufszahlen als auf das pure Ergebnis. Als auf das richtige Ergebnis, nämlich das, was die Leute davon halten, die es gekauft haben. Die Spaß dran haben. Was halten die davon? Finden sie es gut? Ist das Langzeitmotivation? Hätten sie lieber die und die Änderung? Das wird alles zwar gerade von Treyarch jetzt während des Spiels sehr gut übernommen. Diese Drecks-Titan, ne? Jeder, der damit spielt, ist ein Noob, Leute. Jeder, der damit spielt, ist ein deutscher Scheiß-Noob. Spielen nur Deutsche. Wirklich, nur Deutsche. Weil es alles Noobs sind. So, einmal kurz nochmal ein Titan-Statement rausgehauen. Oh, schade, ich hab fast beide gekriegt. Das wäre auf jeden Fall ein Vorschlag von mir, den wirklich Activision eigentlich beherzigen sollte. Mich würde interessieren, was ihr davon haltet, ob das bei euch irgendwie eine andere Meinung gegenwärtig ist.
ob ihr jetzt zum Beispiel sagt, nein, die können auch während das Spiel da ist noch viel releasen. Aber ihr müsst auch immer bedenken, es gibt eben Leute oder es gibt Meinungen, gerade von der Mehrzahl der Spieler, die ändert sich mit der Zeit. Das bedeutet im Prinzip, wenn heute nach einem Boots on the Ground gefragt wird von der Community, dann kann das sein, dass morgen die meiste Community oder der Großteil der Community, da hat er mich mit erwischt, sagt, nee, Boots on the Ground, doch nicht, ich will irgendwas anderes spielen. Das ist immer schwierig, genau vorherzusagen. Das kann man vor allen Dingen nicht immer ein oder zwei Jahre vorher. Das geht manchmal wirklich nur kurzfristig. Und wenn man dann schon verpflichtet ist, sich auf eine Sache irgendwie festzulegen, dann ist das ein riesiges Problem. Dann wird das Spiel nicht so gut, wie es eigentlich sein sollte. Oder sein dürfte. Es wäre eigentlich ein Headshot gewesen, hätte ich den Safe genommen. Da ist der Headshot. Das ist, wenn ihr dran denkt, dass ihr einen Headshot machen wollt, dann klappt das jedes Mal. Aber wenn ihr es kurz vergesst, dann schießt ihr immer auf den Körper. Das ist eine blöde Angewohnheit. Und macht mich bei Dark Matter wirklich... Nein, 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 nein. Na, komm her. Wo ist der Typ? Ist er abgehauen? Der Schlawiner ist ernsthaft abgehauen. Oh mein Gott, da sind sie alle. Mit der Titan! Das ist eben etwas, da muss ich euch ganz ehrlich sagen. Übrigens, dieses Spiel geht ungefähr eine Ewigkeit. Das ist der neue Stellungsmodus. Der geht bis 1000. Und je nachdem, wie viele Teammates von euch in der Stellung sind, bekommt ihr mehr Punkte. Wie hat mich der denn getroffen? Weiß keiner. Das ist auf jeden Fall eins der wichtigsten Punkte. Den habe ich mir noch geholt. Ja, und der nächste mit der Titan. Sehr schön. Das auch immer, Leute. Wenn die Leute verkacken und in die Fresse kriegen, dann kommt halt die Titan ran. Und die geht auch aus kaum noch einer Runde ohne 20, 30 Kills. Das ist mittlerweile gefühlt einfach... die Mindestregel. Was haben wir? 53, 22. Das geht absolut klar für so ein Live-Commentary, wo man auf andere Sachen konzentriert ist. Aber ihr seht, das ist schon reines Geschwitze mittlerweile, ne? So, ich spiele solo, klar. Aber ich habe keine Lust, immer mit einer Party spielen zu müssen. Wenn ich Party spielen möchte, kein Headshot. Und den kriege ich nicht, weil er eine Titan in der Hand hat. Ist auf jeden Fall so Vorschläge, macht diesen Jahreszyklus raus, lasst das Ganze meinetwegen 1,5 Jahre dauern, bis ein neues CD rauskommt. Lasst es 2 Jahre dauern. Hauptsache es ist ein Ergebnis am Ende, mit dem wir alle zufrieden sind. 56, 23 geht auf jeden Fall klar. Das ist meine Meinung, mich würde eure interessieren. Wollt ihr, dass jedes Jahr weiterhin ein COD rauskommt? Auch wenn ihr merkt, es geht immer mehr nur darum, dass die, ich sag mal... die ganzen Transaktionen reinkommen, da wo es um Geld geht, oder seid ihr dafür, dass man sagt, okay, wir warten 1,5 Jahre, meinetwegen 2 Jahre, wir geben den Entwicklern einfach mehr Zeit und vor allen Dingen mehr Freiraum, das zu machen, was sie für richtig halten und nicht das, was Activision für richtig hält, denn zum Beispiel David von der Haar von Treyarch ist definitiv näher an der Fanbase dran als Activision, die sehen einfach nur die Kohle, ist wie EA leider. Mich würde eure Meinung dazu interessieren, haut gerne raus, ich bin raus für heute, haut rein.